islamische Flüchtlinge rede. Und den meisten Leuten ist das ja nicht bewusst, aber, oder nicht bekannt. Ich kann nur sagen, schauen Sie sich das an. Wir haben seit 2001 ein Wirtschaftsembargo gegen Syrien. Das bedeutet, jeder Geldtransfer ist unterbunden. Sie können, also wenn Sie Syrer sind hier und sagen, haben eine kranke Oma in Damaskus, Sie können ihr kein Geld überweisen. Punkt. Sämtliche Konten des Landes sind blockiert, gesperrt. Das Land kann also keine Medikamente einkaufen. Wenn Sie sich mal informieren, die ganzen Hilfsorganisationen sagen, wie sollen denn wir in Syrien Hilfe leisten, ist ja gar nicht möglich, weil wir uns Leute nicht bezahlen können, weil wir nichts einkaufen können. Wir haben gesprochen über das Krankenhaus in Damaskus, wo ich Verbindungen seit über einem Jahr jetzt habe. Das wird geleitet von Schwestern. Die Leiterin ist eine italienische Nonne, die ist 77, 78 Jahre alt. Wie kommt die an Medikamente? Die Firmen können in Syrien nicht einkaufen, weil wir ihre Gelder gesperrt haben, weil wir jeglichen Geldfluss unterbunden haben. Sie können keine Ersatzteile kaufen. Und das in einer Situation, wo das Land große Zerstörungen hat. Es ist explizit verboten, nach Syrien beispielsweise Teile zu liefern für die Stromversorgung. In Damaskus haben sie nur stundenweise Strom. So, das muss man wissen. Und diese Geschichte mit den Flüchtlingen war eine politische Geschichte zu einer ganz bestimmten Zeit. Das war nämlich vor einem Jahr, als es so aussah, als wenn diese Regierung kippen würde. Und da ist man hergegangen und hat ein Signal gesetzt, nach Syrien runter. Wir nehmen die Flüchtlinge auf, sie kommen, werden anders behandelt als alle anderen Flüchtlinge. War damals so, wussten sofort, sie werden anerkannt, laufen das in wenigen Wochen durch und bekommen damit auch die Möglichkeit, beruflich, studienmäßig zu entwickeln. Das klare Ziel war hier, das Land noch auszubluten, in den Mittelstand zu nehmen, die Geld hatten. Die fuhren damals aus Damaskus rüber nach Beirut und kamen nach Deutschland. Vieler Mittelstand. Die arme Sau kann eh nicht. Das hat die nichts mit Menschlichkeit zu tun. Würde die Frau Merkel menschlich sein, dann hätte die seit 5 Jahren das Embargo aufgehoben. Überlegen Sie mal ganz wirklich mal ernsthaft. Wir hätten in Deutschland die Situation, dass alle unsere Konten im Ausland gesperrt sind. Sie können da nicht ran. Dass man uns nichts abkauft, kein Auto, keine Chemie, kein gar nichts. Wir hätten also unsere Firmen, die hätten Massenarbeitslosigkeit. Und dass wir nichts weder verkaufen können noch einkaufen können. Diese Politik betreibt die Frau Merkel und die SPD seit 5 Jahren und hungert das Land aus. Und sie sagen auch warum. Die Aussage war damals ganz klar, ich kann das wirklich belegen. Die Aussage war klar, wir schaffen damit eine Situation der Unzufriedenheit, der sozialen Probleme, die dazu führt, dass die Bevölkerung gegen die eigene Regierung vorgeht. Das heißt, ich treibe ein Land in den Bürgerkrieg. Und das ist kriminell. Ohne Ende. Ohne Ende.